Oberliga-Partie FAS Berlin gegen den EHC Timmendorfer Strand wird präsentiert von der Werner Plätz GmbH. 1, 2, 3, letzte Chance vorbei. Trotz Kampf, trotz Leidenschaft, FAS Berlin scheitert bei seiner ehrgeizig angestrebten 15-Punkte-Aufholtour am EHC Timmendorfer Strand 06 e.V. Ja, irgendwie ist seit Wochen irgendwie der Wurm drin und wir kommen da irgendwie nicht unten raus. Ich weiß auch nicht mehr, was wir machen sollen. Ich meine, wir trainieren ordentlich, nur setzen wir das meistens im Spiel nicht um. Ja. Dabei begannen die Freiakademiker mit breiter Brust. 15 Punkte in 7 Spielen holen sich schließlich nicht von alleine auf. Und so stand Gäste-Goalie Daniel Jordi Buchholz in den ersten 10 Minuten ordentlich unter Beschuss. Ganze 9:1 Chancen zählten nämlich die Statistiker, wovon eine auch mitten ins Schwarze traf. Pierre Gläser hier mit der 1:0 Führung. Die Anfangsphase der Gäste einfach bärenstark. Man sieht ganz genau, wir fangen bei Null an. Wir sagen, hey, komm, wir gehen jetzt raus und wir werden heute zeigen, was wir können. Und das ist auch das Ergebnis davon, die ersten 10 Minuten, wo wir den Gegner wirklich unter Druck setzen können. Aber dann nutzen die unsere Fehler hemmungslos aus, schießen 2 schnelle Gegentore und wir sind wieder hinten dran. So schnell kann es dann nämlich gehen. Der zweite Schuss der Gäste von Patrick Sagau leitet dann die Beach Boys Party ein. 1:1. Das Spiel nun deutlich ausgeglichener. Auch die Gäste mit Schüssen. Und kurz vor der ersten Drittelpause demoralisiert Maximilian Spöttl die Berliner. 2:1 aus Gästesicht. Das war kein schönes Drittel von uns. Wir haben Glück, dass wir führen 2:1 nach dem ersten Drittel. Fast war besser, einfach so. Und dann die Jungs haben es kapiert, wir können besser Eishockey spielen. Und das haben wir umgesetzt in der zweiten Drittel. Sehr wichtig, dass die Mannschaft zeigt Charakter. Und ich habe das gemacht. Das ist wichtig. Charakter in Form von 3 Toren. Akimoto und 2-mal Henry brettern für Timmendorfer Strand die Scheibe in die Maschen. Durch das Fasstor von Merck steht's dann nach 2 Spielabschnitten 2:5. Doch die Freiakademiker geben nicht auf. Der 3:5 Anschlusstreffer von Fabio Pacek 10 Minuten vor Schluss beflügelt die Weddinger noch einmal. Schuss um Schuss geht's aufs Gästegehäuse. Doch die Stärke vom Anfang der Saison, das Powerplay, spielen die Mannen von Oliver Mietke einfach nicht aus. Die Norddeutschen erhöhen sogar noch auf 6:3 aus Sicht des ERC. Wir haben alle Kraft zusammengenommen, hatten nochmal eine gute Ausgangsposition mit 5 Minuten Überzahlspiel. Wir haben verhältnismäßig oft auch aufs Tor geschossen, haben die gut unter Druck gesetzt noch, aber wollte nicht mehr reingehen in die Scheibe. Und das war dann wirklich auch ein bisschen Pech dabei nachher. Bitter, bitter, bitter. Die Relegationsrunde nicht mehr vermeidbar. Jetzt bleiben noch 6 Spiele, um dafür fit zu werden. Aufmuntern können aber nicht nur die ersten und vor allem letzten 10 Minuten, sondern auch treue Wegbegleiter, wie zum Beispiel der Sponsor of the Day, die Werner Plätz GmbH, die schon über 10 Jahre an der Seite von FAS Berlin ist. Ja, wir hoffen alle auf bessere Zeiten und den Optimismus darf man nicht verlieren. Wahre Worte von einem wahren Fan und Sponsor. Wir drücken die Daumen, dass der Optimismus siegt. Die Oberliga-Partie FAS Berlin gegen den EHC Timmendorfer Strand wurde präsentiert von der Werner Plätz GmbH.